Willkommen zurück bei Shadow Warrior 2. Mit dabei ist natürlich wieder der Inhalt. Moin Moin. Wir haben in der letzten Folge hier eine Zugangskarte bekommen. Die Dame wollte Tee. Oder wollen wir mal gucken, ob wir ihr den Tee noch besorgen, oder? Tee. Betritt den TV-Sender. Alles klar. Und ich sehe da hinten schon wieder einen großen Gegner. Wir haben in der Zwischenzeit noch ein bisschen den Raketenwerfer modifiziert. Du kannst ja mal sagen, was deiner an Schaden macht. Ja, 215 normal und dann noch plus 38% bei Überlegenen und 38% großen bei Überlegenen, ja. Bei großen Gegnern. Ein Mann, der nicht für sich selber denkt, denkt auch nicht für andere mit. Das macht Sinn. Da hinten habe ich noch eine Kiste übersehen. Nimmst du das auf? Nein. Wo ist die Kiste? Die soll genau hier stehen. Hä? Ach da. So, alles mitgenommen. Du hast sie scheinbar schon. Ja. Wo geht's denn hier raus? Ach da. Zur Tür. Okay, es ist viel hin und her gelaufen. Oh, hi. Das ist ein überlegener Gegner. Bitch, please. Bitch, please. Na? Oh. Nein. Bin runtergefallen. Ich spawne wieder. Ach, dafür sind diese Totems da, okay. Nun gegen Kälte. Oh, zack. Ich habe bei der Dame 321 Schaden gemacht. Das geht auf jeden Fall. Damit können wir arbeiten. Jo. Da. Weiter geht's. 200 Meter ist ein kleiner Fußmarsch. Und ich denke, hier wird es noch ein paar Hinterhalte geben. Und da, ach, da hinten muss man dann. Na. Über die Brücke, scheinbar. Closed warning, police report. Was? Oh. Und hier sind wieder ein paar Damen. Ein paar leichte Damen. Aber es sind ja zu den Roboter. Ich denke, da geht das klar. Da ist noch jemand. Ja, Katana regelt. Ja. Munition sparen. Hier hinten irgendwas? Nein, hat's nicht. Okay, hier gibt's Sprengstoff. Okay, der sieht aus, als wenn er ein bisschen was könnte wieder. Ja, der kann tatsächlich was. Überlegen, dann warte den Raketenwerfer. Der Überlegene. Ich weiß nicht, da hinten, der hat einen Pfeil über den Kopf. Wo ist er denn? Oh, der bewegt sich zu schnell. Ach, jetzt hat er sich wieder aufgeteilt, okay. War der. Ich sehe hier gerade gar nichts. Jetzt war durch Eis. Da. Ah, hier kommt gar nicht so weit, manchmal doch. Schnitzer. Ach, er ist down, okay. Gar nicht mitbekommen. Ja, ich auch nicht. Also dafür, dass wir hier noch nicht her sollten, läuft es doch echt noch sehr gut. Ja, ist noch hier irgendwas rumliegen. Ach, da lang. Medizin gibt's hier noch, hier an dem Schrein. Okay, der macht nichts. Ja, wenn du volles Leben hast, dann brauchst du dich auch nicht heilen. Richtig. Hier ist doch was. Das. Ja, da müssen wir auch rein. Mit unserer Zugangskarte.
Das sieht jetzt noch ein bisschen nach Bosskampf aus. Hier sind verdammt viele Gegner. Und es geht los. Skillpunkt. Das ist schon mal schön. Okay, diese Doppelklingen hier, die können wir auch irgendwann mal ersetzen. Die sind nicht so gut jetzt. Einfach mal alle umwerfen. Fehlt noch irgendwie so, ich weiß nicht, ob es das gibt, so ein Finishing-Move, wenn du die auf den Boden wirfst. Ja, irgendwie könnten sie da noch was einbauen. Ist der überlegen hier? Nein, auch nicht. Und es gibt halt echt viel zu viel zum Looten, ne? Ich laufe jetzt hier mal hoch, da oben soll es auch noch ein paar Gegner geben. In einem Fahrstuhl. Sehr gut. Aber du fährst gleich ganz hoch. Dann springen wir doch mal auf in den Fahrstuhl. Ja, haufenweise Fahrstühle. Oh, hier bin ich richtig. Hier ist die Action. Bringt gegen euch gar nicht so viel hier, meine Schwert-Kombo. Schon von meiner Kettensäge gehört? Nee, danach ist im Sinne. Der brennt. Verletzbar durch Eis. Widerstand gegen Feuer. Okay, es geht immer noch weiter nach oben. Ich würde sagen, Fahrstuhl ist am einfachsten. Na, wer wird denn gleich treten? Na komm, und zack. So. Der ist auch Geschichte. Da kommt der nächste. Das ist doch einer. Ja, lass mich doch nachladen. Alles andere wäre unfair. Du lebst immer noch? Gut jetzt hier. Ah, du bist gar nicht mehr bei mir. Ich dachte, da unten wäre noch einer. Da habe ich mich getäuscht. Okay, wir müssen ganz nach oben. Haben wir hier noch irgendwo einen Fahrstuhl? Ne, der Weg führt uns da lang. Heilung brauche ich nicht. Ist eine Treppe? Ja. Da geht's noch höher, okay. Aber nicht dahin, wo wir müssen. Nee, wir sollten halt wirklich echt auf diesen Wegpunkt achten. Hier geht's rein. Ah. Checkpoint. Und ich denke, jetzt gibt's wieder ein fettes Video. Oder wir kämpfen erstmal gegen den. Nein, kämpfen wir nicht. Xing. Hallo. Wow, wow, wow. If it isn't my favorite corporate shill. Hello, Wang. How wonderful. I haven't seen you in ages. My goodness, you seem chipper. You'd be amazed what access to total media surveillance will do. Destroy your faith in humanity? Exactly. It's really quite amusing. It's like reality TV, only, you know, real. How did you get in here? Oh, I had a word with the guards. Sorry, I always messed that up. I had a sword with the guards. Now that sounds like the old Lo Wang. Does Zilla know about this? Now, this is strictly on the QT. I'm actually here for a friend, a Miss Kamiko. Kamiko? How is she? I was worried about her the last time we chatted. Seemed nervous. Tell him I'm fine. She's okay. Been through a rough patch, but hanging in there. She sent me to get her notebooks. Well, now this is awkward. She gave me very specific instructions not to give them to anyone. Come on, Zing! You know me! My point exactly! How do I know you're really here on her behalf and not just trying to sell her research to the highest bidder? Because... Okay, this is gonna sound silly, but... She's actually inside my head. Come again? Her... body got corrupted and her soul was... sick? I don't really understand it, to tell you the truth. All I know is she's in here. That is ridiculous.
Yes, it is ridiculous. It would make a wonderful TV show, though. I think so. If it were true, which it can't be. Tell him I have to miss 4 o'clock club today. She wants me to tell you she's going to miss 4 o'clock club today. She... The... My word. What the fuck is 4 o'clock club? Kamiko used to come by every Friday at 4. We'd drink tea and watch Jackie Chan movies. Now that is adorable. You proved your point. The drives have tracking chips in them. I'll send you the chip IDs. That will tell you where to find them. See, you're the best. I wish you had a body right now so I could hug it. You mean the one you chopped up and tossed off a cliff? Yeah, that's the one. Yeah, I gotta tell ya, I'm not sure I'm in the market for hugs right now. Fair enough. Jawohl, mit Xing haben wir gesprochen. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat, aber der Nachbar bohrt bei mir hier gerade. Tut mir leid dafür. kann wieder so ein Gespräch starten. Ich glaube, das kriegst du wieder nicht mit, ne? Doch, habe ich jetzt auch. Okay, bei mir ist es weg. Bist du durch? Ja. Okay, ich habe es bei mir verpasst zu drücken, deswegen weiß ich nicht, um was es ging. Ach so, nur so über die Drogen, die die Olle vorhin erwähnt hatte, die verkauft werden. So, Xing will, dass wir irgendwo hingehen. Sollen wir hier einfach runter? Ja, dachte ich jetzt auch immer. Scheint richtig gewesen zu sein. Ja, und hier geht's wieder raus. Und da ist auch schon der erste Gegner wieder. Zwei Raketen und er ist ruhig. Wow, du schießt irgendwer mit Raketen. Ja, das ist eine kleine Kugel da. Hat er jetzt wieder Widerstand gegen Feuer? Mann, ist das ätzend. Mutterdrohne groß. Okay. Und sie ist Geschichte. Jetzt haben wir noch ein paar kleine Drohnen hier. Gar kein Problem für uns. Ach, das ist wieder ein Champion hier. Verletzbar durch Eis. Eis habe ich auf keiner Waffe drauf tatsächlich. Eis habe ich. Ach, da oben ist noch einer. Mensch, hi. Immun gegen Kräfte. Gepanzert. Und Sense. Oh, Hasenmut haben wir von dem bekommen. Also ich zumindest. Für so eine Rune, die irgendwie einsetzbar ist. Wie viele gibt's denn hier von euch? Schon wenig nervig, dass einer durch das Element verletzbar ist und der nächste ist immun dagegen. Na gut, deswegen hast du ja so viele Waffen, ne? Ja, das könnten sie ja trotzdem irgendwie etappenweise regeln. So, dann lass uns mal zu Xing seinem Ort gehen.
Oh, und da stehen die nächsten Wachen. Und gegen Kräfte. Alle erledigt und es gibt so viele Verstärkungen und Runen. Das ist, finde ich, ein bisschen too much, muss ich ehrlich sagen. Aber hey, das Spiel macht Spaß. Ja, es gibt auch dann ordentlich Geld beim Verkaufen. Ich habe jetzt über 200.000. Zilla Shitty. I mean City. No. I mean. Du hast ja vorhin wahrscheinlich, glaube ich, die AR-Dings da geholt, oder? Ja. Könnte ich auch mal wieder benutzen, ehrlich gesagt. Widerstand gegen Elektrizität. Aber gegen die Schrotflinter haben alle nichts zu melden. Zack. Na, nimm. So, wo geht's denn weiter? Hier oben lang. Da hinten ist schon wieder so ein rot markierter Gegner. Ich gehe stark davon aus, dass der wieder kräftiger ist. Und wir sollen ein paar Notebooks besorgen. Also rennen wir jetzt hier ewig wieder hin und her. Halb so wild. Ja, Moment, bin noch nicht bei dir. Ja, hier ist so eine kleine Skorpion-Drohne. Noch ein paar mehr, aber kein Problem für die Schrotflinte. Oh, der ist ein bisschen größer. Immun gegen Kräfte. Ja, aber das ist auch Schrott. So, alles mitgenommen. Ja, da unten ist auch noch so eine Rune. Ich denke mal, am Gates wird es uns nicht hapern. Mal mangeln. Da hinten, da ist ordentlich was los. Da wollen wir jetzt hin. Ich gehe den direkten Weg. Maschinengewehr und Feuer frei. Schon mal bemerkbar machen. Ja, und es geht wieder los hier. Also und zack. Hä, lagen hier nicht Sachen? Wahrscheinlich aufgesammelt. Oh, ich kann 10 Granaten Raketen mit mir rumschleppen, das ist aber angenehm. Gibt's hier keinen Fahrstuhl? Ach, Gott. Was ist denn? Da ist noch so eine Kugel. Ach so. Kisten. Schwere Munition. Hier soll irgendwo überall Geld liegen bei mir. Ach, hier ist die Kugel. Geld ist bei mir. Da ist was. Ja, irgendwie liegt hier gefühlt überall was rum. Oh, 6 Cells. Hier hinter so eine Kiste oder was? Ne, die ist oben, okay. Wie kommen wir hoch? Hier waren wir, glaube ich, schon mal, ne? Das weiß ich nicht. Der Fahrstuhl. Ich glaube ja, 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 als wir. Ah, ich bin hier hochgeklettert. Was? Als. Einfach geschwungen. Hack ich in der Wand. Scheiße. Hast du das Spiel wieder kaputt gekriegt, ja? Nein, ich bin ready. Doch nicht. Ah, hier geht's hoch. Okay, hier ist Action. Eieiei. Immer kräftig drauf. Bleib doch stehen. Verletzbarkeit durch was? Strom. Okay. Durch Strom, da habe ich tatsächlich was. Wo sind denn meine Dual Blades hier?
Genau, die Kleinen. Wo ist er denn hin? Oh, er ist tot. Kiste. Notebook gefunden. Das war's schon wieder. Nein. Ja gut, wir müssen noch zwei finden, ne? Wir müssen noch ein bisschen hin und her rennen. Ein bisschen Geld, ja, da muss ich jetzt nicht hinrennen. Da hinten ist noch eine Kiste, die würde ich noch mitnehmen. Einfach, weil sie da ist. Sehr gut. So, wo geht's zum nächsten Notebook? Wahrscheinlich voll weit weg und erstmal hier runter. Ah, hier unten. Wir sind schon ziemlich in der Nähe. Ah, das ist wieder ein großer Gegner. Er hält auch einiges aus. Zack, ja. Zack, zack. Den interessiert auch nicht mal mein Raketenwerfer. Na komm, geh down. Geht doch. Jetzt müssen wir nur noch den Ball hier kaputt schlagen und dann ist das Ding hier auch gelöst, denke ich. Ja, die bewachen die Kiste, alles klar. So, Ruhe hier. Und das zweite Notebook. Na, mach auf. Halt mich, Fahrstuhl. So, zwei Notebooks haben wir. Cheese voll. Gegner. Jo. Lässt durch Eis. Da. Kettensäge geregelt mal wieder. Sehr gut. Wir müssen auch hier irgendwo lang, ne? Ach, hier hoch geht's, okay? Das ist noch ein Gegner. Hier sind überall Gegner. Immun gegen Kälte, Mann. So. Alles mitnehmen und es geht hier hoch. Aber in Anbetracht der Zeit würde ich sagen, den Laptop suchen wir in der nächsten Folge. Und dann geht's weiter hier storytechnisch in Shadow Warrior 2. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ciao!